So, moin Tommy, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich wollte jetzt gerade cutten und ich habe gemerkt, dass ich wie immer mein Intro verkackt habe. Ich fange irgendwie immer zu früh zu retten. Auf jeden Fall, heute zeige ich euch drei Fallenbugs. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Die Fallenbugs habe ich bekommen von Racy, dem sein Discord-Link ist der erste in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne joinen. Auf jeden Fall Dank für die Bugs. Und der zweite ist SGT Shop. Ich meine, viele kennen, ich mache in den Streams auch Werbung dafür. Könnt ihr auch sehr gerne joinen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Bugs und wenn ihr weitere Baututorials sehen wollt, das lasse ich jetzt gleich laufen. Ich habe das Intro zwar verkackt, aber dann seht ihr meine Base. Wenn ihr da irgendwie was sehen wollt oder andere Fallenbugs, schreibt es einfach in die Kommentare. Würde ich sagen, ciao. Wenn ihr Baututorials haben wollt, ich meine, ich baue mir immer geile Basen. Wenn ihr da irgendwie ein Baututorial haben wollt oder sowas, schreibt es auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir fangen auch direkt mit dem ersten an. Und zwar, wie man die hier macht zum Durchlaufen. So. Die sind eigentlich ganz easy, aber können halt trotzdem extrem lang dauern. Also ihr müsst euch erstmal eine Pyramide so bearbeiten. Müsst euch dann ungefähr hier hinstellen, so. Müsst dann eine Bodenfalle eurer Wahl nehmen. Und müsst dann halt jetzt die ganze Zeit hier so rumprobieren. Das kann halt ein bisschen dauern, so ich habe es jetzt direkt geschafft und dann einfach blazen, aber glaubt mir, das kann schon ein bisschen dauern und dann habt ihr es schon. Ihr könnt es dann natürlich auch nach oben weitermachen. Könnt ihr jetzt zum Beispiel ja auch so, dann keine Ahnung, hier so könnt ihr euch dann irgendwie einen geilen Eingang in eine Base machen. Ich meine, ich habe jetzt keine kreative Idee, aber könnt ihr euch ja dann euren Ideen freien Lauf lassen, dann irgendwie so. Keine Ahnung, jetzt als Beispiel so und dann läuft man so in eure Base rein und dann kann man irgendwas Geiles bauen. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten. Für den nächsten braucht ihr diesen Luftanschlag und es sieht dann so aus, was es euch bringt. Weiß ich selber nicht, aber wenn ihr halt ein paar Fallenbugs in eurer Base haben wollt, finde ich den schon ganz geil. Es gibt dann noch ein anderes, wo dann die Decke Fall auf dem Bottom ist. Den werde ich auch noch hochladen. Dafür müsst ihr auf jeden Fall zwei Wände bauen aus Stein. Dann so zwei Botte. Den einen editiert ihr so und aus Metall baut ihr hier einen drauf. Dann nehmt ihr euch die Deckenfalle, die ihr wollt, und guckt so hin, dass ihr dann, wenn ihr ganz nach oben guckt, gerade so die Falle auf die Seite placen. Dann setzt ihr den Luftanschlag, gucken hoch und dann spammt ihr einfach, sobald er kommt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt First Try schaffe. So, hab's First Try geschafft. Und sogar den Over direkt. Also es ist jetzt geil, dass direkt zusammengeklappt hat, sage ich mal. Das ist der dann, dass die Deckenfalle nach oben ist. Das macht ihr genau, also falls das nicht klappt, macht ihr das genauso wie das hier. Also alles, was ich gerade gemacht habe, macht ihr identisch. Nur dass das hier Over nicht immer klappt. Und das klappt eigentlich immer. Das sind dann die zwei Bugs. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten. So, und dann kommen wir jetzt auch direkt zum dritten. So sage ich euch ehrlich, den habe ich jetzt schon oft probiert. Der geht 100%, den habe ich auch schon gesehen. Aber der ist halt sau schwer. Am besten holt euch da ein zweites dazu. Das ist so passiert, wo ich den probiert habe. Ihr müsst dann euch die Bodenfalle nehmen. Also erstmal bauen wir zwei Treppen hoch, die erste aus Stein, die zweite aus Holz. Dann baut ihr euch ein Tor aus Stein, dann hier oben so einen bearbeiteten Boden aus Stein und dann einmal so außenrum. Dann nehmt ihr euch die Falle, die ihr wollt und lauft hier langsam, guckt ganz runter, lauft hier langsam, bis ihr dann die Falle da in dieses Loch placet, so. Und dann am besten nehmt ihr euch hier halt einen zweiten, wenn ihr den Luftschlag setzt, also wie bei dem Deckenfalle-Klitsch. Wenn der dann kommt, müsst ihr wieder die ganze Zeit Viereck spammen. Und wenn die Falle so geblazed kommt, müsst ihr halt der zweite, der da steht, direkt abbauen. Und dann könntet ihr wieder, während der noch da ist, noch eine blazen. So, ich probiere es jetzt einfach mal solo. Nichts verbuggt. Aber so funktioniert der auf jeden Fall. Ich werde jetzt einen Cut setzen und werde das noch zweimal probieren und falls ich es nicht schaffe, dann wisst ihr, wie es geht und könnt es ja selber probieren. Ihr habt auch ab und zu gesehen, die ist manchmal verbuggt.
Eigentlich müsste dann die Bodenfalle unten dran sein. Also, dass es dann wie eine Deckenfalle ist, also das Umgekehrte wie bei der Deckenfalle, die ist dann nach oben und Bodenfalle soll dann nach unten sein. Aber ihr habt ja auch manchmal gesehen, gerade eben, das sah so aus, als wäre die dann so. Wisst ihr, wie die Deckenfalle da hinten dann? Wie die da hinten sah das dann aus? Probiert's einfach. Irgendwann klappt's. Ich probiere es jetzt noch zweimal. Wenn ich es schaffe, schneide ich es rein. Wenn nicht, wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, mehr Fallen-Glitches, ich habe auf jeden Fall noch ein paar. Schreibt es gerne in die Kommentare. Schaut bei Razy vorbei, schaut bei SGT vorbei, lasst ein Abo da. Dann würde ich sagen, haut rein. Ciao.